Hallo, Jutta, ich bin's heute, euer Masasensei. Was geht ab? Und heute geht's in diesem Video, ich erfinde jetzt ein Wort, ein Spiel halt. Und da geht's darum, um ein Wortspiel halt. Zum Beispiel, man braucht halt zwei oder mehrere Personen. Allein kann man es auch spielen, aber allein ist ja langweilig. Und so geht's. Also zum Beispiel, ich fange an, zum Beispiel Stopp und der andere sagt Schild. Dann heißt es Stopp, Schild. Und dann, und jetzt sage ich noch eins. Nas, Horn. Ja. Und der andere fängt dann mit Horn an. Und wenn dann keiner mehr weiß, wie das Wort dann anfängt, mit zum Beispiel Horn, Korn, Korn, und der andere fängt mit wieder Korn, Schwan an. Es hat ja keinen Sinn, aber egal. Ihr könnt euch austoben mit dem Spiel. Und ja, zum Beispiel Uhren, Sohn. Ja, und dieser Uhrensohn, ja, also egal, und ihr könnt das Spiel alleine, Selbstgespräch führen, oder wenn es euch in der Firma fahrt ist, oder wenn euch Partys oder so, mit Freunden oder so, könnt ihr das Wortspiel ausprobieren. Einer sagt, Stopp, und der andere sagt dann Sack. Dann heißt das Stoppsack. Keine Ahnung. Und der andere sagt dann wieder Sack. Sack. Gall. Dann kommt Sackgall raus. Ja, also ganz einfach. Ein Wortspiel halt für jedermann, wenn es euch fad ist oder so. Was wollte ich denn noch sagen? Super. Wortspiel. Es muss immer ein Wort sein. Kein Buchstabe, kein Pronom, kein Astronom, keine Ahnung. Es muss ein Wort sein und dann fängt der andere an. Ihr könnt so auch variieren. Gerne variieren oder so. Ich könnte es machen, was ihr wollt. Also ich habe es gerade erfunden.